Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich Klim Color Tower in Roblox. Und wenn ihr das sehen wollt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Denn jetzt geht's auch schon los. Ja, ich dachte, ich mache hierzu ein Video. Und es sah relativ interessant aus und bin mal gespannt, was man hier so machen muss. Klar, man muss diesen Tower hochklettern, also hochschaffen. Und ich denke mal, da wird dann eine Farbe angezeigt. Ja, hier seht ihr meine Roblox-Figur. Und zwar habe ich mich auch, ja, umgezogen. Neues Outfit und neue Haare. Ja, da seht ihr einmal den Tower. Bis da oben muss ich schaffen. Natürlich mit euch zusammen. Ihr schaut ja zu. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist auch noch ein Schild. Willkommen bei Klim Color Tower. Und hier wird mir dann eine Farbe angezeigt. Oder uns. Wir spielen ja mehrere mit. So sieht man das dann auch nochmal. Ganz schön hoch. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Ich muss jetzt auf Limettengrün. 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5, 4. Ich bleibe hier stehen einfach. So. Dann wird jetzt die nächste Farbe angezeigt. Man hat dann immer ein paar Sekunden Zeit. Hellrot. Ja, das schaffe ich noch. So, hier bleibe ich jetzt einfach stehen. Ich meine, ich hätte noch ein paar Sekunden gehabt. Da ist wohl einer runtergefallen. So, jetzt braun. Schnell hochlaufen. Ah, okay. Den nehme ich noch mit. Geschafft. Jetzt grün. Das dunkle Grün. Ist ja auch einmal hellgrün. Bleibe ich hier stehen oder gehe ich noch weiter hoch? Ich bleibe einfach stehen. Ja, und wenn es einfach zu lange dauert, würde ich sagen, schneide ich einfach was raus. Denn ich wollte das jetzt auch nicht so in die Länge ziehen, das Video. Hellrot. Orange. Ist ein bisschen komisch, das Orange, aber ja. Und hier spielen mehrere mit. Ich kann euch auch noch einen Pfeil einblenden. Da ist so eine Leiste. Und da sieht man dann, wie hoch man ist. Ne? Aber sehr schön gemacht, wie ich finde. Gefällt mir sehr gut. Auch das Wasser da. Mit Regenbogen. Oh, da ist eine Achterbahn. Habt ihr gesehen? Da werde ich gleich mal schauen. Ja, ich denke, ich werde ein bisschen was rausschneiden im Video. Ne? Ich weiß ja nicht, wie hoch das Ganze noch geht. Und ich denke mal, so wie ich das jetzt mache, wird es dann auch irgendwann langweilig. Deswegen werde ich einfach ein bisschen was rausschneiden. Nicht, dass ihr euch dann wundert, ne? Jetzt muss ich rot. Rot, rot. Bleibe ich hier stehen oder gehe ich weiter hoch? Ich bleibe hier stehen. So, schwarz. Da scheint nicht so viel von zu sein hier. Okay, hier gehe ich jetzt auch hoch und hier bleibe ich jetzt einfach stehen. Sicher ist sicher. 15 Sekunden hat man übrigens Zeit. So, dann gehe ich hier einfach hoch. Und man kriegt dann ja immer Diamanten. Oh, ich bin hier nicht alleine. Wie gesagt, spielen mehrere mit. Aber die ist auch ganz schön schnell unterwegs. So, blau. Jetzt schnell da hoch, hoch. Bleib ich hier stehen oder gehe ich noch? Nee, ich bleibe lieber stehen. Ich möchte es jetzt nicht riskieren, weil ich bin schon sehr hoch. Mich sieht man da gar nicht in der Leiste, weil die anderen davor sind. Aber ich müsste da auch irgendwo sein, sonst blende ich da einen Pfeil einfach ein. So, Limettengrün. Schnell hoch, hoch, hoch. Ah, okay. Oh, da ist jemand runtergefallen. Habt ihr es gerade gesehen? Schnell weiterlaufen. Oh, da kommt gerade jemand runter. Vielleicht war die ja schon ganz oben gewesen und geht jetzt wieder runter.
So, hier bleibe ich einfach stehen. Ah, da ist sie auch wieder, die vorhin schon mal an mir vorbeigelaufen ist. Da muss sie ja auch irgendwie runtergefallen sein, keine Ahnung. Und wenn hier irgendwie noch so andere Geräusche hört, das ist hier auch im Roblox, also hier bei diesem Spiel. Man kann danach auch, ja, Fahrzeuge hier fahren. Ich blende euch hier einfach einen Pfeil ein. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder so, was das jetzt für ein Geräusch hier ist, ne? Das ist hier im Spiel mit drinne. Irgendjemand fährt hier wo gerade Auto oder so, keine Ahnung. Ne? Nur damit ihr eben halt Bescheid wisst. So, weiter geht's. Und zwar orange. So. Hier bleibe ich einfach jetzt stehen. Ja, ist schon auch sehr, sehr lang. Ne? Ich habe schon einige Stufen hier jetzt geschafft. Bin jetzt noch gar nicht runtergefallen. Ich glaube, ich bin schon gleich da. Jetzt sieht man mich da auch in der Anzeige da oben. Also in der Leiste da. Weil vorhin waren ja die anderen davor. Da konnte man meine Roblox-Figur in der Anzeige nicht sehen. Ich blende euch dann nochmal einen Pfeil ein. Ja, ich bin oben. Jetzt auf grün. Okay, hier bleibe ich denn jetzt aber stehen. Ja, und das war's. Ich bin hier oben jetzt angekommen. Juhu! Juhu! Da ist noch eine. Da hinten läuft auch noch jemand. Yay, geschafft! Ah, und da ist auch die Achterbahn. Und was kann man hier machen? Ich glaube, hier kann man sich irgendwie Belohnung dann kaufen, also von den Diamanten. Dann werde ich mich hier einfach mal umschauen, was es hier noch so gibt. Ja, sehr cool gemacht, finde ich das. Und hier ist auch eine Schaukel. Kann man da drauf? Ja, man kann sogar auf die Schaukel drauf. Schaut mal, das ist ja cool. Wow, und was ist da oben denn noch? Die Achterbahn fährt wohl irgendwie da oben noch hin. Und das ist so eine Art Wasserrutsche oder was das da sein soll. Aber wie kommt man da denn hin? Das werde ich mir mal anschauen. Ich werde da mal einfach hinlaufen. Mal gucken. Oder ich werde erstmal schauen, was ich mir so kaufen kann von den Diamanten. Und dann mal gucken. So. Dann schaue ich mal, was es hier so gibt. Okay, das kostet Robux. Das kaufe ich jetzt nicht. Und auf der anderen Seite Diamanten. Okay, so viel habe ich noch nicht. Das könnte ich mir holen, aber möchte ich nicht. Ich glaube, ich hole mir die Luftballons. Cool. Ah, ich hänge hier irgendwie unter der Straße fest. Hilfe, ich komme hier nicht weg. Okay. So. Dann gehe ich hier einmal auf der Achterbahn. Oder soll ich erstmal da hinten hinlaufen? Ich denke mal, ich gucke mir das hier einfach mal an. Was das hier ist, würde ich sagen. Kann man da hoch? Ja, man kann hier hochlaufen und schaut mal. Krass, ich kriege hier voll viele Diamanten. So kann man auch Diamanten sammeln. Ich zeige euch das noch einmal in dieser Perspektive. Habe ich gedacht. Dann kann man ja hier ständig hoch und runter laufen. Schaut mal, und auch die Stufen da unten. Ich blende mal einen Pfeil da ein. Ja, und die Diamanten hat man dann halt schnell voll, ne? Dann kann man ja hier ständig hoch und runter laufen. Wie cool ist das denn? Aber ich möchte jetzt erstmal ganz nach oben, denn ich möchte ja auch wissen, ob man da irgendwie noch rutschen kann oder ja, was man da noch eben halt machen kann. Ich bin jetzt hier ganz nach oben. Da ist wohl irgendwie eine Rutsche oder was das sein soll. Muss ich das kaufen? Da steht kaufen. Da werden mir auch Diamanten abgezogen. Habt ihr gesehen?
Ah, ich kann da solche Steine runterwerfen. 3 Stück auf einmal. Wenn da jemand hochläuft. Nee, aber so fies bin ich jetzt nicht. Ich hoffe, ich habe niemanden getroffen. Ben, sorry. So, was kann ich hier machen? Kann ich hier jetzt rutschen oder... ich laufe doch jetzt hier nicht ganz runter. Dann drehe ich doch wieder lieber um und gehe diese Regenbogentreppe runter. Da bekomme ich ja Diamanten wenigstens. Aber ich zeige euch das nochmal so in dieser Perspektive. So seht ihr das dann nochmal. Keine Ahnung, ob man hier irgendwie rutschen kann oder so. Ja, ich bin jetzt hier runtergelaufen, wie ihr sehen könnt. Da fährt jemand mit dem Roller. So, und dann möchte ich hier nochmal hier die Achterbahn ausprobieren. Okay, so funktioniert das. Und dann hier auf Losklicken. Ja, dann fahre ich mal Achterbahn. Mal gucken, wo die hinführt und was man da noch machen kann. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr dies hier auch schon kennt, ob ihr das schon mal gespielt habt. Würde mich interessieren. Und ja, wie gesagt, es gibt ja mehrere solche Towers, die man ja erklimmen kann, sag ich mal. Und da werde ich, denke ich, auch noch einige ausprobieren. Natürlich werde ich erstmal gucken, dass ich nicht so schwer anfange. So, ich bin hier oben auch schon angekommen. Ich habe natürlich ein bisschen was rausgeschnitten im Video. Aber das hier muss man sich dann eben halt kaufen mit Robux. Aber das möchte ich jetzt gar nicht. Schaut mal da hinten. Seht ihr das? Ich glaube, man sieht das. Oh, die ist runtergefallen. Ja, ich werde auch mal ausprobieren hier mit meinen Luftballons. Man kann ja sehr, sehr hoch. Wow, schaut mal, wie hoch ich jetzt bin. Ich weiß gar nicht, wie hoch man dann kann. Sehr, sehr cool. So seht ihr das auch nochmal hier, ne? Die Tower. Also Color Tower. So, ich gehe hier einfach nochmal wieder hin. Hier waren wir ja gerade schon zusammen. Und dann werde ich hier nochmal nach oben gehen und möchte nochmal die Rutsche da ausprobieren. Ihr seht auch, ich habe hier schon ein paar Sachen mir von den Diamanten geholt. Da seht ihr auch die Fahrzeuge. Ich habe hier noch Rollschuhe, wie ihr sehen könnt. Weil wenn ich jetzt ein Auto oder so nehmen würde, ja, das ist dann sehr laut. So, und mit dieser Spirale, wenn ich den habe, kann ich dann höher springen, also als normal. Ja, ich bin hier jetzt nochmal angekommen bei der Rutsche. Und ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ich zeige euch das gleich mal, falls ihr dies hier auch spielen solltet. So, ich laufe hier einfach nach vorne. Und dann muss ich hier auf Puppe drücken. Ich blende da einen Pfeil ein. Seht ihr? Dann fällt die so runter. Und die Kamera läuft dann auch so automatisch mit. Es geht relativ schnell. Aua! Oh je, oh je. Da bin ich jetzt schon unten. Okay, ziemlich witzig gemacht. Ja, hier sind noch welche. Hier oben. Aber ich denke, ich werde gleich nach unten gehen. Ich möchte hier wohl diese Waffe oder was das sein soll. Aber da brauche ich dann noch ein paar Diamanten. Okay, da muss ich noch ein bisschen, ja, da die Treppe hoch und runter laufen. Kriegt man ja schnell zusammen. Ja, ich habe das schon gemacht. Ne? Wie ihr sehen könnt. Und dann werde ich mir das gleich einfach nochmal holen von den Diamanten. Ich werde mal schauen, denn ich kann hier ja einfach auch so an der Seite. Ich muss da ja nicht jedes Mal hinlaufen. So, ich habe jetzt hier diese Waffe, dann habe ich die Luftballons und die Spirale. Und ich werde jetzt das Video beenden an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ne, wie euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.